Leute, das macht echt so Spaß. Pia und die wilden Tiere. Pia und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hi Leute, was aussieht wie die Kulisse eines Westernfilms, ist in echt ein kleines Örtchen in Südspanien namens El Rocío. Hier dreht sich alles um Pferde, und zwar um ganz besondere, die Marismeños. Sie leben auch hier in der Nähe und ich werde mich gleich mal auf die Suche machen. Für euch gibt's schon mal die ersten Infos. Die Pferderasse der Marismeños ist eine der ältesten in Europa. Ungefähr 1200 dieser besonderen Pferde leben frei in den Sumpfgebieten des Doñana-Nationalparks. Daher auch ihr deutscher Name, Sumpfpferd. Weil sie hier mehr oder weniger wild leben, nennt man sie oft Wildpferde. Aber wie alle anderen Pferderassen auch, wurden sie irgendwann mit gezähmten Pferden gekreuzt. Sogar die Przewalskis, die man lange für die letzten echten Wildpferde hielt, tragen das Blut von Hauspferden in sich. Das weiß man erst seit kurzem. Von diesen halbwilden Pferden gibt es noch andere, zum Beispiel den amerikanischen Mustang, das Dülmännerpferd in Deutschland oder das Camargue-Pferd in Frankreich. Die Sumpfpferde aus Südspanien gelten als Vorfahren der amerikanischen Mustangs. Die frühen Eroberer brachten die Marismeños mit nach Amerika, wo Pferde bis dahin unbekannte Tiere waren. Ich bin in den Süden Spaniens gereist, in den kleinen Ort El Rocío. Hier leben die wilden Pferde. Früh am Morgen bin ich mit Joaquim und Carmen verabredet. Sie setzen sich für die Zucht dieser besonderen Pferde ein. Ah, da kommen sie schon. Hola, Pia. Hallo Pia, wie geht's? Hi! Sag mal, könnt ihr mir zeigen, wo die Marismeños sind? Claro, ja klar, die leben im Doñana Nationalpark. Wir fahren hin, steig ein. Así que vente con nosotros. Ja cool, los geht's! Der Doñana-Nationalpark ist ein riesiges Feuchtgebiet an der spanischen Küste. In dieses sumpfige Küstenland, die Marisma, fliegen Jahr für Jahr tausende Zugvögel. Auch andere besondere Tiere, wie zum Beispiel das quirlige Ichneumon oder der seltene Padelluchs, leben hier. Heute liegt dichter Nebel über dem Nationalpark. Wir steuern die Lieblingsplätze der Marismeños an. Sie scheinen sich aber gut versteckt zu haben. Nur ein paar Flamingos schnäbeln auf der Suche nach Futter durchs Wasser. Wo sind denn nur alle? Carmen, es ist ja ganz schön neblig. Meinst du, wir sehen heute überhaupt Pferde? Ja, ich denke, wir werden welche finden. Sie sind zwar ständig in Bewegung, aber jede Herde hat doch ein festes Gebiet. Wir können sie suchen. Wenn sie nicht dort sind, wo wir vermuten, sind sie nur ein paar Kilometer weiter. Okay. Sag mal, wie viele leben hier überhaupt? Hier im Nationalpark leben etwa 1000 Stuten und Hengste. Und dann noch die Fohlen, die jedes Jahr geboren werden. Okay, cool. Sag mal, schaut ihr hier auch regelmäßig nach denen oder leben die hier komplett frei? Das ist die Aufgabe von Joaquin und mir. Wir schauen täglich nach den Pferden, ob es ihnen gut geht. Okay, schauen wir mal, vielleicht sehen wir noch welche. Aber außer Nebel ist weit und breit nichts zu sehen. Schaut mal, da drüben kommen welche. Da sind die Marismeños. Und da sind sie, die wilden Marismeños. Nur in den Sümpfen des Doñana-Nationalparks kann man diese schönen Pferde in freier Wildbahn sehen. Ganz ohne Zäune dürfen sie hier ein ursprüngliches Pferdeleben in ihrer Herde führen. Carmen, können wir noch näher ran an die?
Wir können uns langsam annähern. Es sind zwar wilde Tiere, aber sie sind gewöhnt, dass wir jeden Tag nach ihnen sehen. Wir kontrollieren, ob sie gut genährt sind und dass sie keine Verletzungen haben. Dann würden wir den Tierarzt rufen. Sehr gut. Wir probieren jetzt noch mal ein bisschen näher ranzukommen, mal schauen, was die machen. Wow. Oh. Schaut mal, wie nah es an uns dran ist. Es kommt auf uns zu. Carmen, das ist doch ein Wildpferd. Das ist jetzt ganz schön nah an uns dran. Jedes Pferd ist anders. Die Marismenio-Rasse ist aber grundsätzlich sehr zutraulich gegenüber Menschen. Sie vertrauen uns und lassen uns nah an sie heran. Okay. Ja, das ist wohl einfach ein ziemlich neugieriges Pferd. Wahnsinn. Ist das jetzt hier eine große Gruppe? Das ist eine kleine Gruppe. Ein paar Stuten und ihre Fohlen. Aber wir können noch mal nach einer größeren Herde suchen. Oh, das klingt gut. Sehr gut. Für uns ist es aber gar nicht so leicht, die Pferde in den weitläufigen Sümpfen zu finden. Denn wo sie durchs tiefe Wasser warten, kommen wir gar nicht hin. Vor allem die Stuten mit ihren Fohlen ziehen sich in diese geschützten Bereiche zurück. Dann löst sich der Nebel auf, die Sonne kommt heraus und Carmen entdeckt die Herde, nach der sie Ausschau gehalten hat. Wow, da sind sogar voll viele Fohlen dabei. Zum freien Leben der Marismenios gehört auch, dass die Stuten ihre Fohlen ohne menschliche Hilfe zur Welt bringen. Die jungen Pferde können schon bald ihre Kräfte in der Herde messen und mit ihren gleichaltrigen Spielkameraden durch den Sumpf ziehen. Jetzt haben wir endlich die Herde gefunden, die wir gesucht haben. Das sind ungefähr 20 bis 25 Stuten und ein Hengst. Der graue hier vorne ist der Hengst. Und dann sind da noch die Fohlen, die dieses Frühjahr geboren wurden. Jede Stute bekommt ein Fohlen pro Jahr. Und wie viele Fohlen kommen hier so im Jahr auf die Welt? Ungefähr 500 bis 600 jedes Jahr. Boah, das sind schon einige. Die fühlen sich hier bestimmt auch richtig wohl. Aber was machen die hier so den ganzen Tag? Tagsüber sind sie hier und grasen. Vor allem jetzt im Frühjahr, wo es genug Futter für sie gibt. In der Nacht, wenn es zu viele Insekten gibt oder es zu heiß ist, ziehen sie sich in die Hügel zurück, wo sie besser geschützt sind. Ah. Also ich meine, jetzt ist es ja schön grün hier, aber finden die das ganze Jahr über Fressen? Meistens schon. Jetzt finden sie besonders viel Futter, weil die ganze Marisma unter Wasser steht. Das ist aber nur im Frühling so. Sobald der Sommer und die Trockenheit kommt, müssen die Tiere an anderen Orten nach Futter suchen. Denn hier ist dann alles trocken. Haben sie hier eigentlich auch Feinde? Nein, sie haben keine Feinde. Das einzige große Raubtier hier ist der Luchs. Aber der frisst zum Glück ausschließlich Kaninchen. Boah, Leute, das ist doch echt das reinste Pferdeparadies, oder? Denen geht's hier richtig, richtig gut. Aber leider können nicht alle von ihnen hier im Park bleiben. Einmal im Jahr gibt's ein Riesenspektakel, in dem einige von ihnen aus dem Park getrieben werden. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. Früh am Morgen geht es los. Die Reiter fiebern diesem Tag entgegen. Schon seit mehr als 500 Jahren holen sie hier einmal im Jahr, am 26. Juni, die wilden Pferde aus den Sümpfen. Die Herde im Nationalpark muss jedes Jahr verkleinert werden, damit sie überleben kann. Denn das natürliche Futterangebot reicht nicht für alle. Mehr als 1000 Pferde werden deshalb auf dem Platz von El Rocío zusammengetrieben. Dann werden die einjährigen Marismenios von den Stuten getrennt. Ihre verwilderte Mähne wird geschnitten. Sie werden beschlagen und verkauft. Marismenios sind gute Arbeitspferde und werden seit jeher in der Landwirtschaft gebraucht. Sie sind kräftig und haben einen ausgeglichenen Charakter. Aber zuerst muss man sie natürlich zähmen. Wie das geht, will ich mir jetzt anschauen. Dafür besuche ich Claudia auf ihrer Finca in der Nähe des Doñana Nationalparks. Hi! Pia! Hallo Claudia! Herzlich willkommen bei uns! Oh, darf ich reinkommen? Ja, sicher! Schön ist es. Hallo! Noch das ist Django. Na komm, komm!
Claudia ist vor einigen Jahren der Pferdeweg nach Spanien gezogen. Auf der Finca gibt es aber auch Enten und Hühner. Claudia hat außerdem eine große Meerschweinchenfamilie aufgenommen und einige Hunde und Katzen. Jetzt bin ich gespannt auf Claudias Pferde und vor allem auf ihr gezähmtes Marismenio. So, Django kommt auch mit. Oh, da sind ja schon welche. Sind sie, ja. Da wäre unser Marismenio, wow, den du kennenlernen möchtest. Wow. Bacardi heißt er. Können wir reingehen? Ja, sicher. Komm rein. Hallo. Kannst du noch anfassen? Das ist der Bacardi? Das ist Bacardi, ja. Wow, du bist der ja ist schön. 7 Jahre alt. Mhm. Und ist er so richtig aus dem Nationalpark in Ja, Indiana? Genau. Oh. Vor den Toren von El Rocío in den Marismas bei den Flamingos ist er geboren. Echt? Ja, ja. Wie lange hast du den schon? Den habe ich fast 7 Jahre. Mit 5 Monaten kam er zu mir. Oh, schön. Und seitdem lebt er bei uns. Wie ist das denn so gewesen, als du ihn bekommen hast? Er ist ja so ein richtiges Wildpferd dann. Ja, war natürlich sehr scheu am Anfang. Ja. Er war braun, echt? Nicht Schimmel. Echt jetzt? Ja. Und jetzt schaut er so aus? Ja, die meisten Schimmel kommen nicht weiß auf die Welt. Wahnsinn. Ich sage fast alle. Cool. Und haben uns dann schon fast am selben Tag angefreundet. Ja. Also ich konnte ihn dann anfassen schon, indem dass ich mich in die Box gesetzt habe. Mhm. Und er irgendwann im Laufe vom Tag gefunden hat, ja, die hat ja was, ich gehe mal zu ihr. Oh, wie schön. Aber jetzt ist er echt sehr zutraulich. Es ist sehr zutraulich, fast zu zutraulich. Ja. Aufdringlich würde ich das nennen. Und kannst du ihn auch reiten? Natürlich, ja. Ja? Ja. Ich würde sagen, er ist halt sehr, sehr stark, ja, im Kopf, oder? Ja. Und es geht nichts mit Druck, es geht alles im Team. Mhm. Dann macht er sehr gerne mit und findet das dann auch schön. Claudia hat Bacardi sogar Kunststücke beigebracht. Die kann ich jetzt einfach irgendwo hinlegen? Ja, genau. Dann lege ich doch die Rose mal hier ab. Schwupp. Ob Bacardi sie mir jetzt auch bringt? Oh, Bacardi, hier zu mir. Bring mir die Rose. Wow. Danke, der Herr. Ist aber sehr nett. Also Claudia, das war jetzt schon echt richtig cool. Arbeitet ihr sonst auch mit dem Bacardi noch andere Sachen? Ja, er kann Kutsche fahren. Oh, das heißt, Marismenios können auch Kutsche ziehen? Natürlich, cool. Ja. Wie man ein junges Marismenio an das Kutscheziehen gewöhnt, zeigt mir jetzt Cristobal. Er hat schon viele Wildpferde aus den Sümpfen gezähmt. Der 4-jährige Marismenio-Hengst steht noch ganz am Anfang seiner Karriere als Kutschpferd. Das Halfter hat er schon mal an. Fehlt noch das Zuggeschirr und für den Anfang ein alter Reifen. So, jetzt laufe ich mit ihm los. Wir tun ihm jetzt mal ein bisschen Gewicht drauf, damit er sich ans Ziehen gewöhnt. Okay. Du kannst den Stein jetzt drauf tun. Boah. Ab. Nicht weglaufen jetzt. Okay. Hola. Die Scheuklappen trägt der junge Hengst, damit er sich möglichst wenig erschrickt. Denn Pferde haben ein weites Blickfeld und nehmen um sich herum viel mehr wahr, als manchmal gut ist. Cristobal erhöht den Schwierigkeitsgrad. Boah, wie cool schaut das denn aus? Schaut mal. Cristobal surft auf einem Reifen hinter einem Pferd. Ja klar, das Pferd muss sich auch an das Gewicht gewöhnen. Boah, also das war schon noch eine ganz schön wilde Angelegenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen braucht, bis er eine Kutsche ziehen kann. Oder Cristobal, könnte der jetzt schon eine Kutsche ziehen? Das wäre schwierig. Er ist noch sehr jung. Ah, okay. Aber ich habe andere Pferde, mit denen ich dir das zeigen könnte. Ah.
Ich lo podría ir. Ja. Vamos. Gehen wir? Vamos. Venga. Der junge Hengst bleibt mit Bacardi auf der Koppel. Dafür schließt sich uns Cristobals Hündin Mia an. Okay. Ah, Cristobal, sind das jetzt eigentlich auch Marismenos? Ja, das sind Marismenos. Und wie heißen die? Antonia und Luca. Oh, schöne Namen. Sind die auch regelmäßig an der Kutsche? Nein, die arbeiten nur an ein paar Tagen im Jahr, an Feiertagen. Okay. Also, man merkt schon, die zwei Ladies hier sind auf jeden Fall entspannter als das Pferd vorher. Hier. Nicht loslassen. Du bleibst hier, sonst rennen die los. Ich bleib hier stehen, sonst laufen die Pferde weg. Pia, mach du jetzt das andere fest. Jetzt Achtung. Nimm den Haken und mach ihn hier fest. Das kommt hier zusammen. Zack, einmal da rein. Das ist gut. Ich mach den inneren fest, weil der etwas schwieriger geht. Mach du jetzt den Zügel dran. Der kurze ist außen. Wo ist da jetzt vorn und hinten? Du musst beide am Ende nehmen. Das hier? Nein, lass das auf dem Boden. Du fängst von hinten an. Das kürzere ist für außen, das längere für innen. Das kommt da durch. Da, genau. Jetzt hier durch. Nein, an das andere Pferd. Okay, und jetzt wird festgemacht. Fast alleine geschafft. Ich bin der Fahrer. Du bist die Beifahrerin. Auf die andere Seite. Okay. Jetzt steige ich auf und wir fahren los. Gracias. De nada. Willst du die Zügel nehmen? Nimm sie zu dir. Du musst so lenken, als wäre das ein Fahrrad. Auf einer Seite anziehen und auf der anderen locker lassen. Alles klar, wie Fahrradfahren. Ganz einfach. Wenn du schneller fahren willst, machst du hopp, hopp oder... Ah, okay. Griechen. Leute, das macht echt so Spaß. Wildpferde vorne an der Kutsche und ich bin die Kutschfahrerin. Ich helfe dir ein bisschen mit dem Stab. Okay. Alle. Weil die hier drüben arbeitet viel mehr als die andere. Oh. Halt gut fest. Leute, die gehen ganz schön ab. Hopp. Und Cristobal, was meinst du? Bin ich eine gute Beifahrerin? Du machst große Fortschritte, aber du hast noch einen Weg vor dir. Gracias. Wieder zurück auf der Finca. Bacardi genießt auch hier viel Freiheit. Hey, Claudia. Hi, und wie war's mit Kutschefahren? Richtig gut. Ich durfte sogar selbst mal lenken. Wow, ja, es hat Spaß gemacht? Total, war richtig cool. Toll, ja. Das freut mich. Hast du noch Lust zum Reiten? Ja, klar. Möchtest du? Auf jeden Fall. Bitte schön, das ist dein Helm. Oh. Pferd. Wer ist denn das? Das ist Principe, er ist 27 Jahre alt. Mhm. Der ist ein Cruzado. Also kein Marismenos? Kein Marismeno, ein Cruzado, gekreuzt. Okay. Super.
Gut, und das ist Testado, den reite ich. Das ist ein purer Rasse Espanola. Wow, okay. Und was ist mit Bacardi? Kommt der auch mit? Natürlich kommt er mit. Der darf uns frei begleiten. Echt? Ja. Ja, cool. Dann würde ich sagen, setze ich mir den Helm auf und dann geht's los. Jetzt geht's los. Ich bin ewig nicht mehr geritten, aber ich freue mich total. Ich glaube, das wird gut. Bacardi! Ich sitze gut im Sattel und mit Claudia durch die Wälder zu reiten, fühlt sich einfach toll an. Dass Bacardi uns frei begleitet, macht den Ausritt für mich zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wie viel Wildheit noch immer in so einem gezähmten Marismenio steckt, zeigt sich dann in vollem Galopp. Claudia, das hat so Spaß gemacht. Wirklich. Brrr. Vielen, vielen Dank. Und Bacardi ist so cool, wie der mit uns mitgelaufen ist. Ja, es freut mich. Hat es dir gefallen? Und wie? Das war ganz, ganz toll. Danke. Schön. Gerne. Also Leute, das war wirklich ein wilder Tag bei den halbwilden Wildpferden, oder? Was meint ihr? Ich drehe jetzt noch eine Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Na komm.